ist Anja Martin. Ich bin seit 1.10. Bereichsleitung der Notaufnahme und der chirurgischen Ambulanz. Also für mich war der Umzug spannend, wirklich sehr spannend, so eine große Notaufnahme umzuziehen im laufenden Betrieb. Aber die Mitarbeiter von der Notaufnahme haben sich schon zuvor viele Gedanken gemacht, wie man Räume gestalten kann, dass man es einheitlich gestaltet, dass der Arbeitsprozess dadurch auch optimiert wird, man sich besser zurechtfindet, und haben wirklich auch alle ihre Zeit auch investiert. Heller, schöner, angenehmer. Das macht eine Wirkung auf den Patienten, wenn die in einem Zimmer liegen, was heller gestaltet ist. Und abschließend möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei meinem Team bedanken, was wirklich großartige Arbeit geleistet hat, vor des Umzugs, während des Umzugs und jetzt auch noch danach. Hallo, mein Name ist Sabine Jockmann. Ich bin Direktorin der zentralen Notaufnahme hier im Klinikum Darmstadt. Wir sind letzte Woche umgezogen von der alten ZNA, die wirklich sehr zusammengestückelt war, in diese neue großzügige ZNA, wo alles hell ist. Wir haben eine größere zentrale Monitorüberwachung bekommen, das heißt, das läuft alles zentral auf einen Monitor, aber wir haben jetzt mehr Überwachungsplätze als vorher, was natürlich für uns sehr gut ist. Wir haben auch unser Notfallequipment aufgerüstet. Also wir haben jetzt alle Voraussetzungen, hier in der neuen zentralen Notaufnahme schwersterkrankte und schwerstverletzte Patienten optimal zu versorgen. Hinzu kommt auch noch der Hubschrauberlandeplatz, den wir seit letztem Jahr haben. Und darüber sind wir alle sehr froh, weil die Patientenversorgung natürlich auch nochmal verbessert. Uns können Patienten schnell zuverlegt werden. In den nächsten beiden Monaten werden noch Fachabteilungen aus Eberstadt, unserem zweiten Standort, umziehen, sodass dann auch wirklich alle Fachabteilungen bis auf die Psychosomatik hier am Standort sind. Was natürlich für die Patienten auch besser ist. So hatten wir häufig Transporte zwischen der Grafenstraße und Eberstadt. Wenn wir eine Fachabteilung aus Eberstadt benötigt haben, das fällt jetzt weg. Die Patienten reagieren auch sehr positiv auf die neue Station. Die sehen natürlich auch, dass alles neu ist und dass vor allen Dingen auch investiert wurde. Und das tun wir letztendlich für die Patienten.